Freunde, ich bin's wieder für euch in einem neuen Video am Start. Und Leute, es ist ja jetzt einige Zeit vergangen. Und wir haben Osterferien. Ja, Mann, Leute, wir haben jetzt endlich Osterferien. Wisst ihr, wie nice das ist? Weil, jetzt denken sich die meisten, hä, du hast eh keine Schule. Aber naja, in den Osterferien bekommen wir auch keine Online-Aufgaben. Das heißt, 100% Freizeit. 0% darf man davon rausgehen, weil wir Ausgangssperre haben. Danke, Coronavirus. Ciao, Leute. Nee, Leute, ich hoffe, euch allen geht es gut, denn heute gibt es ein kleines Video. Denn, liebe Freunde, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Was macht das unterm Tisch? Ich war so die letzten Tage einfach mal auf TikTok. Nein, der hat nicht TikTok installiert, oder? Nee, ich war auf TikTok unterwegs. Wer es nicht kennt, ist absolut los. Schaltet bitte jetzt dann ab. Danke, tschüss. Und ich habe mir so gedacht, yo, auf dieser Plattform ist echt so viel Scheiße, aber auch cooles Zeugs natürlich. Und deswegen wollte ich heute auf TikTok hören. Ich habe mir ein paar abgespeichert und da fangen wir auch gleich schon mit dem ersten an, liebe Freunde. Nehmen wir, warte, wo geht man denn hier hin? Also, ja. Oh, verliebt. Man muss schon sagen, wie er diese Handbewegungen macht, ist sie. Und ihr müsst diesen Kontext dazu lesen. Sorry, ich bin noch müde. Hashtag folgen. Hashtag folgen. Das gibt jetzt erstmal einen schönen Dislike. Ich brauche eine Freundin. Wer meine Freundin sein will, möchte, schreibt mir auf TikTok. So, nächstes Video. Jetzt muss ich mein Handy umdrehen. Ladies, let your hair down. Let your hair down. He's about to get out. Schmutzige, schmierige Hände. Okay. Gelegentlich rauchen und trinken. Ciao, Leute. Ja, no joke. Ich weiß nicht, was denn los ist, aber jedem das seine. Jedem das seine. Dann muss ich zuerst erklären, weil die meisten von euch kennen was wahrscheinlich nicht. Also, es gibt so Challenges. Da geht der Freund oder die Freundin, meistens die Freundin, nackt. Also, nochmal neu. Der Freund sitzt irgendwo und die Freundin geht nackt zu ihm und schaut auf die Reaktion. Und ja, gone wrong. Let's get it. You're my uncle. I know. Das war auf jeden Fall viel zu heftig für die heutige Folge. Oh mein Gott. Er hüpft einfach auf alle drauf. Large Pepperoni. Leute, aber habe ich noch eine ganz spezielle Ware von euch? Also wenn dieses TikTok nicht viral geht, weiß ich auch nicht. Also wenn der Typ vor mir stellen würde, ich hätte Angst. Der Typ ist sicher polizeibekannt. Naja Leute, damit wir das ganze Video hier noch in einer schönen Sahne de la Suisse abschließen, gehen wir auch schon zum letzten TikTok. Vier Modetrends, die todes ausgelöscht sind. Nummer 1. Diese ein Deutscher macht Ballermann-Urlaubs-Sonnenbrillen. Extrem ausgelutscht. Nummer 2 sind diese Biker-Jeans. Nummer 3 Longtees. Bro, warum will man freiwillig kürzere Beine? Und Nummer 4 Reaction-Videos. Bin ich dann wieder komplett raus, Leute. Für euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da. Wenn nein, lasst einen Dislike da. Wenn ja, lasst einen Kommentar auch noch da. Und wenn ja, lasst auch noch ein Abo da. Und wenn ja, folgt mir auf Instagram. Und wenn nochmal ja, auch auf Twitter. Dann wünsche ich euch noch einen mäligen Tag. Oh, genießt die Corona-Ferien. Geht ein bisschen raus. Trefft euch mit 10 Leuten. Geht ein bisschen feiern zur Garagenparty mit 30 Leuten, geklappt. Spielplätze, Parke besuchen. Schleckt die Öffis ab. Und noch einen schönen Tag. Ciao.